Der erste Donnerstag im Monat ist angebrochen. Hier in Hofgeismar heißt das, die schwarze Tonne ist dran. 600 bis 800 Stück warten heute auf diese Truppe. Seit 39 Jahren ist Peter Salz dabei. Er weiß, beim Thema Müll hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Ganz früher war ja das so, da waren wir jede Woche, Donnerstag zum Beispiel, in den Ort X. Da gab es kein Papier, kein Bio, gar nichts, das kam alles in eine Tonne rein. Ne? Heutzutage ist natürlich Mülltrennung angesagt. Die Anwohner hier gelten als besonders vorbildlich. Die Tonne ist immer voll, die alle 14 Tage geholt wird. Die ist meiner Meinung nach viel zu groß. Aber ich habe ja nichts. Wir kaufen nicht viele Fertigprodukte. Wir setzen wirklich auf Natur, auf Bio, was wir selber anbauen. Sparsame Haushalte, ein neuer Trend. In den Entsorgungszentren des Landkreises Kassel schaut man ganz genau hin. Der ankommende Müll wird regelmäßig gewogen. Hier sind sich die Experten sicher. Wir haben die Abfallstatistik für das Jahr 2022 entwickelt und zusammengestellt. Und dabei ist uns aufgefallen, dass wir unisono bei fast allen Abfallarten einen Rückgang zu verzeichnen haben. Wir gehen davon aus, dass es konjunkturelle Entwicklungen sind. Aufgrund des Krieges und der hohen Inflationsrate wird natürlich weniger konsumiert. Und durch den weniger Konsum entstehen natürlich auch weniger Abfälle. Außerdem, durch anhaltende Trockenheit gab es weniger Bioabfälle. Wir wollten es genau wissen und haben alle Landkreise und kreisfreien Städte angefragt. Wie viel Müll ist angefallen? Gar nicht so einfach, denn Müll ist nicht gleich Müll. Jede Kommune setzt ihre Statistik aus unterschiedlichen Arten von Abfall zusammen. Die Angaben lassen sich also nur bedingt vergleichen. Trotzdem ist ein klarer Trend erkennbar. Von den 10 Landkreisen, die uns aktuelle Zahlen mitgeteilt haben, verzeichnen 9 einen leichten bis moderaten Rückgang beim Müll im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019. Im Schnitt errechnen wir einen Rückgang von immerhin 5%. Das freut nicht alle. Abfall ist schließlich längst ein wichtiger Rohstoff. In Müllheizkraftwerken liefert er zuverlässig Strom und Wärme. Kommt es da jetzt zu Engpässen? Wir haben letzten Herbst durchaus Sorge gehabt, dass es möglicherweise auch knapp werden könnte, eng werden könnte. Das hat sich glücklicherweise nicht bewahrheitet. Aber im Zuge dessen hat man Vorbereitungen getroffen. Und das macht man, indem man Lagerhaltung betreibt, im Prinzip, um ja, möglicherweise, wenn nötig, auch nachschießen zu können bzw. nachschieben zu können. Einige Kraftwerke kaufen sogar regelmäßig Müll aus dem Ausland dazu. Weniger Abfall, Fluch und Segen zugleich. Doch egal, wie sich die Mengen in Zukunft noch entwickeln, für die Jungs in Hofgeismar ändert sich erstmal nichts. Wir müssen, egal ob der Eimer viertel voll ist, halb oder ganz voll ist, wir müssen auf jeden Fall dranhängen, ne, und die Tour genauso fahren als wie sonst auch.